Einen wunderschönen guten Tag, Herr Wotterziege. Ja, Wasserziege? Hier. Wie bitte? Haben Sie Wasserziege gesagt? Nee, ich habe Wotterziege gesagt. Ja, das ist ja das englische Wort für Wasser. Ach so, echt? Ehrlich? Nee, ich heiße okay. Vorderziege, nicht Wotterziege. Nee, Vorderziege habe ich gesagt. Ach so, Entschuldigung. Nee, überhaupt nicht zu schuldig. Also alles gut. Wunderbar. Ich kenne das ja schon mein ganzes Leben, dass die Leute sich über meinen Namen lustig machen. Überhaupt nicht. Wer kann sowas machen? Dann bringen wir um einfach. Nee, eigentlich brauchen Sie nicht, also keine Sorgen zu machen. Also vielleicht habe ich mich verwählt, aber nee, ich habe Vorderziege gesagt, ganz einfach. Ja, dann entschuldige ich mich. Nee, überhaupt nicht zu schulden, also alles gut. Okay, also Sie haben bei uns registriert und eingeloggt. Es geht um also Bitcoin, also Top Traffic, ja. Und also ich werde Ihnen helfen, damit Ihr Konto vervollständigen können. Ich bin euer Kundeberater, Helena Weidner. Ja. Und es dauert ungefähr so 2 bis 3 Minuten. Ich will gerne ein paar Informationen geben, lieber vor der Ziege, ja? Dann werden Sie mal sehen, ob alles okay ist, dann machen wir das weiter gerne. Bei uns investieren wir ab $250, das heißt so ungefähr 200 Euro. Kriege ich bei Ihnen denn auch diese Dogecoin? Weil da hatte ich ja prinzipiell darauf abgesehen. Sehen Sie, Sie bekommen von uns also Bonus. Das heißt, zuerst investieren Sie Ihr $250, aber Sie fangen an, mit unser Geld das zu investieren. Und wenn Sie zufrieden sind und sehen, ob alles okay ist, Sie sind zufrieden, dann können wir nach unser Bonus, die so 30% von $250 ist, das ist ungefähr $75, ja, können richtig. Wir gerne weitermachen. Das haben Sie gut gerechnet, aber ich wollte ja ins Dogecoin-Geschäft einsteigen, weil das ja alles sehr intensiv gehandelt wird. Wohl, ich habe da ja keine Ahnung von. Ich gucke ja bei Google immer. Und das ist jetzt ja gerade wieder am Fallen. Und ich wollte da, sag ich mal, ich habe geerbt. Meine Frau ist verstorben letztes Jahr. Und da habe ich jetzt, sag ich mal, einiges an Kapital verfügbar. Und ich wollte das bestmöglich einbringen. Okay. Wann haben Sie das letztes Mal gemacht? Also letztes Jahr haben Sie gesagt? Was habe ich gemacht, bitte? Also, dass Sie gerade erzählt haben, also haben Sie schon, ja, in diesem Bereich etwas gemacht? Nee, das hat mich jetzt ja erst, sag ich mal, gefesselt, als das mit dem Dogecoin in den Nachrichten war. Und ich möchte ihn ja unbedingt haben. Ich verstehe nur nicht, weil man kennt das ja im Laden, da kann man sich ja diese GaySafe-Karten und das Handyguthaben kaufen. Aber hier bei Aldi hatten die keine Dogecoin. Die haben gesagt, das muss man im Internet machen. Aber ich kann das nicht finden. Ja, sehen Sie. Ich erzähle jetzt gerade bei uns, wie es bei uns alles geht. Wir haben ihr werdet ein Konto haben, also ein Profil. Und Sie bezahlen uns überhaupt kein Geld, kein Cent. Das heißt, Sie bezahlen nur von einer anderen Tasche. Machen wir in eine andere Tasche rein, so sagt man es, ja? Ein Pascha? Wir bezahlen uns, also nicht Pascha, sondern von einer Tasche. Ich meine, also wie ein Witz, ja? Von einer Tasche machen Sie einfach das Geld in eine andere Tasche rein. Ach so. Also das heißt... Ja, das machen wir hier auf dem Bauernhof auch immer so. Okay, ja. Nee, sehen Sie, bei uns ist das so. Wir haben Garantie. Ich kann das natürlich... Oh, haben Sie Vogel? Ja, ich bin ein Hühnchen. Oh. Nee, ihr seid kein Hühnchen, aber ich habe gehört, ein Stimme. Ich dachte, Sie haben ein Papagei oder Vögelchen. Nein, das war ein Huhn. Ach so, super, sehr schön. Ja, cool. Mögen Sie Hühner? Eigentlich, also als ich klein war, mein Gott, meine Eltern haben erzählt, dass ich sehr viel mit Hühnern gespielt habe. Ja, das ist eine sehr gute Voraussetzung für dieses Gespräch. Ja. Und wenn Sie jetzt genau. Richtig gehühnert, dann sage ich Ihnen. Wie bitte? Ich sage, das ist gut, dass Sie Hühner mögen. Ja, ich sag, Verbindungsschwierigkeiten im Telefon.
Jetzt geht das besser. Jetzt kann ich sehr gut verstehen. Gut. Entschuldigung. Das war vielleicht von meiner Seite. Na, hier liegt ja ganz viel Schnee. Das hätte ja sein können, weil man sieht ja auch die Hühner draußen nicht mehr. Die sind ja auch weiß, dass das auch die Telefonqualität halt beeinträchtigen könnte. Kann sein, kann sein. Jetzt. Ihr seid ein Witzmensch, mein Gott. Ist ja schön. Ja, ich bin ein, Hühnchen, das hatte ich ja eingangs schon erwähnt. Nein, überhaupt nicht. Ich bin ein Hühnchen, nein. Das werde ich Ihnen beweisen. Echt? Nein, ja. Das glaube ich nicht. Nun gut, Herausforderung angenommen. Ja. Okay. Nee, eigentlich machen Sie das echt einfach cool. Echt, ja, ich dachte, können Sie auch Hühnergeräusche machen? Nein, das kann ich leider probieren nicht. Bei Sie mir mal. Passt das 100. Probieren nee, Sie mal. Eigentlich, echt, geht bei mir nicht. Also, Können Sie dann wenigstens eine Katze machen? Miau. Genau. Oder ein Schwein? Ja. Können Sie ein Schwein machen? Nee, das kann ich leider nicht. Ah, sehen Sie, Sie können das gerne machen. Super. Ja, natürlich. Also ich versuche ja gerade, auch die Geräusche von einer Schwebefliege hinzukriegen. Das ist, sag ich mal, so das Höchste. Aber das ist sehr schwierig, weil die keine Geräusche machen. Das ist so ein Dilemma, in dem ich mich jetzt gerade befinde. Aha. Und da muss ich jetzt noch nach einer Lösung suchen. Ach, sowas, okay. Okay. Sehr schön. Ja. Mein Gott, Herr Wurterzieger, ihr seid aber mein Schatz. Schön, oh, das dann ist ja, sehen ich, Sie. Ne, Sie müssen sagen, Sie sind ja ein Hühnchen. Dann ist das richtig. Ja, soll ich das sagen? Ja, bitte. Warum? Weil ich das möchte. Ich bitte okay. Sie darum. Ja, dann machen Sie keine Sorgen. Ich werde das gerne sagen, aber... wir machen so, eine Bitte machen Sie und eine Bitte mache ich. Geht? Quid pro quo, so hat das Hannibal Lecter auch schon gemacht. Ich sehe, Sie sind bei Meister zur Schule gegangen, das respektiere ich. Aber immerhin, okay, das müssen Sie anerkennen, ich bin hier der Hahn im Korb. Weil ich habe ja das Pullet-Syndrom, darum habe ich halt immer diese Hühnergeräusche auch, ne? Also nicht, dass Sie das falsch verstehen. Nee, also ich verstehe überhaupt nicht falsch. Alles gut. Mit mir überhaupt kein Problem, kein Thema. Herr Wurterzieger, also interessieren Sie sich mit Online... Also wollen Sie Geld verdienen? Natürlich ja. Ich eine, wollte Dogecoin eine dumme Frage. Haben. Dogecoin. Wow. Okay. Ja, ne? Also ich denke, wenn Sie ein sehr großes Spiel, also Firma hätten... dann würden Sie ganz toll auf das alles aufpassen und wird alles cool sein. Ja, es gibt ja so Wachhühner, nicht wahr? Die sind gefährlicher als ein Hund. Die zerhacken alle, die da ankommen. Aha, okay. Und da würde ich halt schon drauf aufpassen, also im Rahmen des Pullet-Syndroms eben. Alles klar. Und haben Sie ein Einzelhaus oder... Ja, ich habe ein Familienhaus. Okay. Ich habe damit, die Kinder sind ja ausgezogen und letztes okay. Jahr ist dann meine Frau verstorben. Und ich habe ja doch, die hat die Hühner auch sehr gerne gehabt. Und jetzt sind wir halt durch mit dieser, das dauert ja immer alles ein bisschen mit dem Notar und mit dem Nachlassgericht. Oh und meine je. Frau, die hatte nicht wenig Geld, um es mal so zu sagen. Und ich wollte von meinem Erbe jetzt halt ein bisschen was in diese Dogecoin investieren. Eigentlich haben Sie ganz gut gedacht und ganz gut gemacht, ja? Ja, ja Herr Wurterzieger, ist cool, natürlich, ja. Weil ich man halt muss auch ja weiterleben, ja. Ich verstehe, dass, ja. Ich habe zu Hause auch Perlhühner, falls Sie die mögen. Ach so, ja. Okay. In welchem Bundesland wohnen Sie? In Baden-Württemberg. Ich wohne in Baden-Baden. Oh. Alles klar, super, kenne ich. Cool. Ja? Sind Sie da schon ja, mal gewesen? Ja, natürlich. Nee, nie. Also ich bin in Mecklenburg-Vorpommern. Oh, Hamburg. Bisschen weiter. Ja, also was jo, jetzt? Sehr weit kann ich Mecklenburg mir schon oder sagen. Hamburg? Nee, Mecklenburg-Vorpommern meine ich. Aber da also, Hamburg gehört ja dazu zu Mecklenburg-Vorpommern. Von genau, daher ist das genau. Ja, egal. Ja, genau. Also habe ich ein paar Jahre also in Hamburg gelebt. So, und jetzt wohnen Sie alleine, ja, wie ich verstanden habe? Ja, also ich habe halt noch die Hühner, aber die antworten nicht.
Ah, ja, okay. Wenn Sie noch keine Antwort bekommen haben, dann müssen wir es so machen. Ja, die wackeln Schön. Halt immer nur jetzt so mit dem Kopf. Das ist halt, wenn Hühner, wenn die kommunizieren, die bewegen ja dann den Kopf nach vorne und nach hinten und machen verschiedene rhythmische Bewegungen mit den Schwanzfedern. Danach können sie dann erkennen, ob das Huhn ihnen jetzt positiv oder negativ eingestellt ist. Das ist also eine Ermessenssache. Das muss man üben. Das ist wie mit dem Fahrradfahren und mit dem Lesen. Da kann man sich mit den Hühnern eigentlich ganz gut unterhalten. Echt? Es ist meistens sehr eintönig. Es ist halt eher Monolog statt Dialog. Aber wenn ich die frage, ob die heute Karotten lieber mögen oder Möhren lieber mögen, dann können die das verständlich ausdrücken durch die seismische Aktivität bei den Kopfbewegungen. Herr Futterziegler, sagen Sie das jetzt ernst? Ja, natürlich. Soll ich Ihnen Fotos schicken von den Hühnern? Okay. Ja, haben Sie E-Mail-Adresse? Ja, also natürlich werde ich die E-Mail-Adresse geben. Ich werde auch von uns etwas schicken. Ich habe Ihr Mail-Adresse futterziegler@googlemail.com. Ja, das ist meine Adresse. Cool. Dann werde ich jetzt gleich von mir etwas schicken. Dann werden Sie auch, ich heiße Helena, von mir werden Sie natürlich auch ein Mail bekommen. Natürlich, da schicken Sie mir bitte Bilder. Ja, es wäre sehr schön sein. Natürlich machen wir das gerne. Ja, Entschuldigung, haben Sie auch Tiere? Tiere, nee, Tiere habe ich leider nicht. Von Katzen zum Beispiel habe ich sehr Angst. Als ich klein war, so 7 Jahre alt, eine schwarze Katze hat auf mich gesprungen. Und nachher, mein Gott, wenn ich die Katze sehe, ich habe so Angst. Also diese Erinnerungen von Kindheit, eigentlich mit Katzen, also ist überhaupt nicht schön. Das ist schrecklich. Ja, das ist ja schrecklich. Also schwarze und auf mich gesprungen. Es war auch ein bisschen dunkel. Ehrlich zu sagen, ich war mich sehr schon. Also fast einen Tag habe ich nichts gegessen, nichts getrunken. Ich habe echt sehr, 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 sehr Angst gehabt. Aber jetzt, ja, eigentlich okay, aber ich möge also die Katzen nicht. Ja, aber Hunde. Doch lieber bei Hunde. Den Hühnern, die tun ja keinen Oh was. Ja, oh ja, also die Hühner außerdem, also die geben auch Eier. Ja, ja, natürlich, das Super. Ist sehr wichtig. Also das heißt, und das Tolle ist ja, wenn der Nachbar irgendwie Ärger macht, wenn der da wieder seinen Rasen über den Gartenzaun wirft, dann wirft man den Rasen zurück und man hat immer noch 2, 3 Hühnereier, die man an sein Haus werfen kann. Die Hühner spielen also in unserem Leben eine sehr wichtige Rolle, kann man schon sagen, weil zum Beispiel jeden Tag einfach ein Ei zu essen, das ist sehr gesundlich. Also das finde ich schon. Und ich habe ja das Hühnersyndrom. Also ich habe auch, als ich klein war, bin ich mal von einem Huhn überfahren worden und seitdem habe ich halt diese Beeinträchtigung, nicht wahr? Ja, also was Sie jetzt gerade machen, echt ehrlich zu sagen, ich bin einfach enttäuscht, weil ich dachte... Das ist das Poulette-Syndrom, wenn Sie das vielleicht mal bei Google schauen mögen. Das ist halt eine Zwangserkrankung. Das ist halt meine Art, das zu verarbeiten, was mir da passiert ist. Das ist in keiner Weise respektlos oder beleidigend gemeint. Ich bin halt einfach ein Hühnchen. Okay, wie heißt das bitte nochmal? Ich google jetzt mal bei mir, dann schaue ich. Das ist das Poulette-Syndrom. Poulette-Syndrom, alles klar. Okay, werde ich mal dann schauen. Okay, Herr Wodesiger, also arbeiten Sie, haben Sie gesagt, nee, Entschuldigung. Nee, ich bin in Rente. In Rente, alles klar. Und sehen Sie, also hier haben Sie ein Konto hinterlegt, aber nicht vervollständigt, ja? Und das dauert ungefähr von 2 bis 3 Minuten, dass wir alles zusammen machen. Und ganz wichtig ist, bei uns, in unserer Organisation, in unserem Firma, wenn Sie etwas investieren, dann haben Sie eine Möglichkeit, selbst entscheiden, wann, in welcher Sekunde Sie anfangen. In welcher Sekunde Sie Lachen anfangen. Lachen Sie mich aus, ich kann da doch nichts für. Nee, also ich werde jetzt alles erzählen und danach, wie besprochen, also werde ich natürlich für Sie auch probieren, ein Hähnchen, Stimme zu machen. Wo sitzen Sie denn mit der Firma?
Also unser Film befindet sich in London, aber wir haben In Möglichkeit London? von Berliner Nummern, ja, aber wir haben Möglichkeit von Berliner Nummern anzurufen. Also Das ist ja vielleicht sehen höchst, Sie, dass es das ist ja ja, nee. kriminell. Nein, überhaupt nicht kriminell. Was sagen Sie? Nee, das ist Überhaupt ja. nicht. Wir haben Garantie, Lizenz, Also alles. ich habe ja Das früher bei der Bundesnetzagentur gearbeitet und es ist ja, sag Super. ich mal, nach deutscher Gesetzgebung verboten, eine falsche Telefonnummer zu verwenden, wenn der Geschäftssitz gar nicht unter dieser Nummer zu finden ist. Nein, Und nein, da nein, ist das nein, nein. Also definitiv keine seriöse Herangehen. sehen Sie, An Herr das Wojtaszek, also Hühnchen. diese Nummer ist von, also Berliner Nummer ist das. Ja, das erkenne ich. 030 ist Berlin, 040 wäre Super. Hamburg, Unser Firma 072221 ist ist Baden-Baden. unser Firma ist in London, aber wir im Callcenter, wir rufen von Berlin an, aber unser Firma als Firma ist in London, befindet sich dort, also Also Sie unser sind in Hauptfirma. Berlin, ja? Genau, Das ja, natürlich. ja, da haben wir es doch, das meinte ich doch. Da ist ja alles Ach, in Ordnung. Entschuldigung, Entschuldigung, ja. Entschuldigung, ich habe leider nicht verstanden, was Sie meinten. Ich habe gedacht, also einfach, wo unser Firma ist. Unser Firma ist in London, aber hier, also wie schon gesagt, von Berlin rufe ich an. Hier wurde Sie was für, also Bezahlungsnote, also haben Sie? Bezahlungsnote. Welche Zahlungsmethode besitzen Sie bitte? Also ich Also habe Master, momentan, Visa? das habe ich alles. Ich habe auch momentan 37 Hühnerpunkte und 2 Hahnenpunkte, die ich noch eintauschen könnte. Weil ich möchte ja die Cool. Dogecoins haben. Das verstehe ich. Aber wenn Sie das alles kaufen wollen und mögen, natürlich werden Sie von, also mit uns natürlich, sehr viel Geld verdienen. Ja, das Und ist sehr warum nicht? gut. Vielleicht, ja, natürlich. Zum Beispiel, ich arbeite hier so ungefähr mehr als 1,5 Jahr, Maximum 2 Jahre Und schon. haben Sie in der Und Gott Zeit sei schon Dank, mal mit einem Hühnchen gesprochen? nein, Da Sie sehen sind Sie, der Erste. es gibt immer ein erstes Mal. Ja, nee. Immer erstes Mal etwas zu bekommen oder macht immer Spaß. Weil, Finden Sie ja. das lustig? Das finde ich lustig, das finde ich nett, das finde ich freundlich. Ja, wenn man schon mit Tiere, also die Tiere gern hat und mögt, ich denke. Also solche Menschen sind ganz nett und freundlich und haben ein ganz warmes Herz, ehrlich zu sagen. Das Ja. kann ich mir schon, ja, echt. Ja, zum Beispiel, also der Vater von mir, also er mag sehr, sehr, sehr viel, also Hunde. Er kann sprechen, wie Sie gesagt haben, erklären, Das Hühnchen? ja. Nee, 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 Hund. Hund meine Ach ich. Hund. so. Ja, Hunde. Und ja, deswegen die Leute, die Tiere mögen. Ich finde, dass die Leute sehr nett sind und ganz warmes Herz haben. Ich denke Ja. so. Und die Hühner Ja. auch, nicht wahr? Nur die Hühner sowieso, das ist überhaupt kein Thema, Herr Wodestiger. Sie müssen mal, Also wenn Sie mal das nachts nicht schlafen können, dann hilft das, wenn man Ja? einem Huhn beim Rumlaufen zusieht, weil die wackeln ja immer so mit dem Kopf. Das hat eine beruhigende Wirkung, zusammen mit einem Lavendeleinlauf, ja. Ich dachte, es wird ein bisschen nervös sein, wenn sie immer die ganze Zeit die also Kopf immer hin und her machen, aber ehrlich zu sagen, ja, finde ich cool, was sie jetzt gerade gesagt Naja, haben. Wenn das dadurch, dass man den Kopf wie so ein Hühnchen belegt, da wird ja quasi Aha. der Phallusmuskel in einer Tour angespannt und nach einer gewissen Zeit entlädt sich dann diese Spannung aus dem Phallus und dann kann man eigentlich gut einschlafen. Das ist ja immer so Naturheilpraxis des Ach so. Hühnerhaufens. Ach so. Ja, eigentlich, das wusste ich nicht, ehrlich zu sagen. Wissen Sie, Herr Ja, das ist Wodestiger? ja kein Das weiß ich, Problem. wusste Das ich nicht. wissen auch nur Leute, die sehr intensiv hühnern. Genau, das stimmt schon. Genau, das stimmt. Herr Wodestiger, sehen Sie. Können wir jetzt bitte mal so machen? Vielleicht. Ich werde jetzt gleich mit Mail. Entschuldigung, haben Sie auch WhatsApp-Nummer? Ha, was bitte? Also WhatsApp-Nummer. Weiß ich jetzt nicht, was Sie meinen? WhatsApp-Nummer sehen Sie, das ist also ein Telefon, wo Sie ein WhatsApp-Programm haben, damit die Leute miteinander sprechen können.
Ein Telefon, ja, habe ich. Wir telefonieren doch gerade. Ich verstehe jetzt die Frage nicht. Nee. Es gibt ein System, die WhatsApp heißt. Kennen Sie WhatsApp-Programm? Nein. Okay. Zum Beispiel mit WhatsApp-Programm kann ich Bilder oder Tonaufnahme schicken oder etwas schreiben. So eine Kamera und Mikrofon habe ich auch. Super. Und haben Sie auch ein WhatsApp-Nummer? Bitte schauen Sie. Ah, nee, also jetzt geht das leider nicht, wenn Sie da schauen. Wenn Sie da schauen, dann müssen Sie auflegen und das geht leider nicht. Nee, also ich habe ja im Prinzip. Sie haben eine Mailadresse, ne? Ich habe ja so ein Haustelefon, da kann man, sag ich mal, keine. Klar. Da gibt es keine Applikations- oder wie das heißt. Damit kann man nur telefonieren. Weil was anderes dulden die Hühner auch nicht. Die sind, sagen wir, ein bisschen rückständig. Die zerstören jedwede neuwertige Technik, weil die halt Angst haben, von der wissenschaftlichen Entwicklung überrollt zu werden. Verstehen Sie das Problem? Ja, ich verstehe alles. Herr Wotetzige, also noch eine Frage. Wenn ich jetzt gleich mit Mailadresse Ihnen schicke, ja. Also müssen Sie bitte zuerst entweder $250, fangen wir mit das an. Das heißt, Sie überweisen und bestätigen einfach mit Visa-Card oder Mastercard, egal. Dann werden Sie mir bitte ein Foto schicken, das Sie in Bestellung gemacht haben. Nein, von ihr. Wasser oder Visa. Ich von Hühnern können Sie auch gerne machen. Ja. Aber dann müssen Sie erst das Hühnchengeräusch machen, da bestehe ich drauf, damit ich weiß, dass ich Ihnen auch vertrauen kann. Natürlich können Sie das gerne machen. Ich werde probieren. Machen Sie bitte nochmal, ich probiere mal, wenn es geht. Oh je, das ist ja schwer. Och mein Gott. Ich kann auch in meinem Kopf das nicht sagen. Das hat sich eher nach einem Frosch angehört. Das wäre schön, wenn Sie das nochmal probieren würden. Weil sonst nicht, dass Sie die ganzen Teichbewohner anlocken. Die haben wir in der dritten Frühlingsoffensive jetzt gerade erst zurückgedrängt an den Waldrand. Nicht, dass jetzt die Kaulquappen und die Frösche wiederkommen. Also, ehrlich zu sagen, jetzt kann ich das nicht mehr machen, weil... Also ich kann das einfach nicht. Also das muss man können. Ja, das ist viel Sie Übung. Machen das perfekt. Ich mache das jeden das Tag Übung. Seit 67 Ach, Jahren. Ich so was. Oh je, ja. Ich habe okay, auch. Okay, das kann ich mir schon verstehen. Also wenn Sie bei sich in der Firma mal eine Geburtstagsfeier oder ein Jubiläum haben, ich habe auch ein Hühnerkostüm, dann würde ich da auch hinkommen. Da können Sie mich buchen. Ich verlange dann nur, dann dass das halt Freilandhaltung... Am habe ich habe am 25. Geburtstag, Dezember, aber leider. Oh, das dauert ja Warten noch ein Sie bisschen. Bitte, aber ich will, dass in meinem Geburtstag werde ich natürlich einladen. Ja, das soll cool ich da sein, auftreten? Ich werde extra für Sie ein Auto schicken, dann kommen Sie zu uns nach Hause. Ja, das Problem ist ja, Hühner können ja nicht fliegen, ne? Sonst würde ich ja rüberfliegen. Oh, ja. Ich komme ja mit Mühe und Not hier über den Gartenzaun mit meinem Federkleid. Ja, ne? Oh, ihr seid aber so lustig, so witzig, es ist so schön. Ja, das ist wunderbar. Ja, eine sehr wunderschöne Laune habe ich jetzt gerade und ich bedanke mich herzlich natürlich dafür. Ja, echt ehrlich zu sagen, heutzutage hat jeder sehr viele Probleme. Diese Corona-Zeit, Lockdown, also alles. Und ja, das ist so schön, dass man wieder lachen kann und wieder eine gute Laune hat. Jetzt probieren Sie auch einfach nochmal aus voller Kehle. Und dann geht es Ihnen gleich viel besser. Oh je, das ist ja schwer zu sagen. Also ich kann leider das nicht machen. Sie machen das so perfekt, so super. Ich habe auch schon überlegt, es gibt ja im Internet, weiß nicht, ob Sie das kennen, dieses YouTube, wo man so Videos machen kann. Ja, YouTube kenne ich. Ich habe schon überlegt, ob ich da nicht so einen Hühnerkanal aufmache. Oh, das wäre aber interessant sein. Ich denke auch für die Kinder. Zum Beispiel, wenn Sie... Naja, das ist aber nicht so geeignet für Kinder.
Ach so, ich dachte, Sie haben so extra sowas mit Bildern und mit solche Stimme. Vielleicht wird das interessant, würde auch Kinder sein. Ja, warum weil, nicht? Weil die Hühner, die kämpfen ja auch und die paaren sich ja wie die Verrückten. Also das wäre nichts für Kinder. Oh. Da würde ich hinterher böse Zuschriften von den Eltern bekommen. Ja, stimmt schon. Wenn sie kämpfen, dann brauchen wir das nicht machen, natürlich. Nee. Also ich muss Ihnen ja schon zugestehen, dass Sie ziemlich lange Toleranzfaden haben. Viele Leute legen immer auf, wenn die mit mir reden. Oh nee, das mache ich sowas nicht. Eigentlich, das ist von meiner Seite, wäre überhaupt nicht schön sein. Und ja, nee, sowas mache ich nicht. Das ist nicht meins. Ich bin brav. Ja, und ich bin ein Hühnchen. Können Sie mal sagen, Sie sind ein Hühnchen? Ich? Ja, nein, Sie sollen sagen, Herr Vorderziege, Sie sind ein Hühnchen. Oh nein, ich würde sowas nicht sagen. Warum denn? Ich fühle mich doch wohl in meiner Haut. Das darf sich ja heute jeder sein Geschlecht selber aussuchen. Und ich bin ein Hühnchen. Wollen Sie, dass ich sowas sage? Ja, natürlich, das würde mich sehr glücklich machen. Okay, wenn ich Ihnen glücklich mache, dann sage ich, dass Sie, Herr Hans, Vorderziege ein Hühnchen sind. Vielen Dank, das bedeutet mir sehr viel. Echt? Super. Also ich würde Sie ja im Prinzip, wenn Sie, sag ich mal, Sie sind ja ein sehr ausdauernder Mensch, ich würde Sie im Prinzip auch als Hühner-Azubi aufnehmen. Dann würde ich auch ein Hühnchen aus Ihnen machen. Ich kann Ihnen das alles beibringen. Wir müssen das halt nur irgendwie hinkriegen, dass Sie erstmal von einem Hühnchen überfahren werden, weil das ist halt der Triggerreiz bei dem Ganzen, nicht wahr? Das muss ja stattfinden vorher. Vielleicht irgendwann wollte ich auch ein Tier sein, ich weiß nicht. Irgendwann aber, ja. Aber heute nicht. Heute nicht, heute muss ich arbeiten, Herr Bodensieger. Ja, wollen Sie nicht bei Vielleicht mir... am Wochenende. Wollen Sie sich nicht bei mir um die Hühner kümmern? Ich würde Sie anstellen. Also mit Hühnern soll ich etwas machen, bitte nochmal? Ja, dass Sie bei mir arbeiten. Die müssen ja, die Käfige müssen gemacht werden und dann der Verkaufsstand für die Eier. Ich bin halt schon älter. Ich bin jetzt auf der Suche nach einem Bauersknecht. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass Sie das dann vielleicht die Eier am Telefon für mich verkaufen können. Okay, wenn Sie die Eier verkaufen wollen, dann können wir das gerne machen. Kann ich das machen? Okay. Also dann würde ich sagen, wir haben ja heute, was ist heute Mittwoch? Heute ist Mittwoch, genau. Dass Sie am Montag mal zum Vorstellungsgespräch kommen. Ich habe dann auch ein Hühnerkostüm für Sie. Ja? Super. Dann machen wir es so. Mein Bruder, der ist Schneider, der würde das dann auf Maß machen, damit das halt auch gut aussieht. Ach so, okay. Wenn es so ist, dann ein Hühnerkostüm zu haben, finde ich nicht so schlecht. Ja. Nee, es ist ja dann die Arbeitskleidung. Das können Sie dann auch von der Steuer wieder absetzen. Okay, machen wir es. Super. Herr Vorderziege, ich habe eine große Bitte. Ja. Können Sie mir bitte mit Mailadresse, also mit per Mail, ja, bitte. Kamele? Mit Mail bitte. Ich wollte nur wissen, was für Zahlungsmethode Sie besitzen, haben Sie gesagt. Haben Sie Master oder Visa? Ja, ich habe beides. Und mein neuestes Super. Projekt ist jetzt, Sie kennen ja bestimmt die Nationalhymne, oder? Nationalhymne kenne ich nicht, aber ich würde gerne so den von Ihnen... Text hier, dieses Einigkeit und Recht und Freiheit, das kennen Sie ja, ne? Das kenne ich. Ich habe überlegt, da so eine CD aufzunehmen. Und zwar ging das dann... Bak, 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 dass ich die Nationalhymne dann quasi als Hühnchen auftrage. Okay. Bevor die mich halt wieder einsperren, muss das fertig werden. Nein. Ich werde nicht einsperren. Was sagen Sie denn? Warum soll ich denn einsperren? Ist doch alles okay.
ja alles nein, normal. Nein, hier ist neulich der von der Stadt, ist der Arzt da gewesen. Und weil ich habe halt mein Hühnerkostüm auch immer an, wenn ich einkaufen gehe, weil mich das halt vor Corona schützt, nicht wahr? Und die haben halt gesagt, ich soll das nicht mehr machen, sonst müssten die mich mitnehmen. Da habe ich gesagt, ich könnte mir überhaupt nichts verbieten. Die Gesetze gelten nur für Menschen und ich bin ein Hühnchen. Und dann habe ich die Tür wieder zugemacht. Haben Sie gut gemacht. Ja, natürlich. Lass mir doch nicht das Rumhühnen verbieten. Ich habe eine sehr große Bitte. Ja. Entweder bitte werde ich jetzt gleich mit Mailadresse etwas schicken, dann müssen Sie bitte die Überweisung machen und eine Bestätigung mir schicken. Oder rufe ich um 15 Uhr an, dann machen wir es weiter. Geht? Ja, theoretisch wird das schon gehen, aber Sie haben jetzt ja, sag ich mal, fast schon den Rekord gebrochen. Ich? Ja. Weil bisher, ich mache das jetzt schon ein paar Tage lang und immer wenn ich die Hühnergeräusche mache, also die Gespräche gehen höchstens 10 Minuten. Wir sind jetzt schon bei einer halben Stunde. Super, sehen Sie? Cool. Ja, dann das, ist ja, also, das ist ja im Prinzip alles. Ich wollte nur mal rausfinden, wie viel Schwachsinn Sie sich anhören würden. Wir könnten das jetzt noch 2 Stunden machen, aber das hilft uns ja auch nicht weiter. alles gut, dann werde ich um 16:30 Uhr anrufen. Geht das? Nee, Entschuldigung, nicht 16:30, sondern um 17:00 Uhr. Geht? Ja, das würde schon gehen, aber Sie haben gar nicht verstanden, was ich gerade gesagt habe, oder? Ich habe verstanden, alles klar. Wenn ich anrufe, machen wir weiter. Machen Sie keine Sorge, Herr Kodersky. Nee, Sie haben mich falsch verstanden. Was habe ich denn überhaupt gesagt gerade zu Ihnen? Haben Sie mir nicht zugehört? Sie haben mir gesagt, dass ich Rekord gemacht habe, weil Sie mit jemandem gesprochen hat, dauert es 10 Minuten, aber mit mir hat es so ungefähr eine halbe Stunde gedauert. Richtig. Super. Das ist doch gut. Ist doch schön. Und dann kann ich Ihnen jetzt ja im Endeffekt auch sagen, Sie sind gerade live im Radio. Möchten Sie jemanden grüßen? Hallo. Okay. Hallo. Hier ist Dimitri von Radio Hamburg. Du hast gerade mit dem Hühnermann gesprochen. Möchtest du jemanden grüßen? Ja, also alle meine Bekannte und Freunde. Ja, sag mal die Namen. Alle. Die wissen doch sonst nicht, wer gemeint ist. Helena Weidner. Helena Weidner, ich glaube, mit der haben wir vorhin auch schon gesprochen. Ja, genau. Also ich bin die Helena Weidner. Ja, du sollst dich doch nicht selber grüßen. Sei nicht so egoistisch. Ich möchte sagen, deine Mama, Papa, deine Freunde. Ja, ich grüße meine Freunde, meine Bekannte, alle, die Eltern, Bruder natürlich. Richtig also alle, cool. Alle, die mich kennen. Richtig cool. Sag mal, kriege ich, mach mal die Aufnahme aus. Kriege ich bei dir so Doggecoin? Ich will die Dinger wirklich haben. Das war eigentlich jetzt nur der Text von unserem alten Mann. Der sollte so ein bisschen Quatsch erzählen, weil das für die Zuhörer ganz lustig ist, wenn einer die ganze Zeit Hühnergeräusche macht. Aber ich würde gerne Dogecoin kaufen. Wie geht das? Sehr wie schön, funktioniert aber das? Entschuldigung, sehen Sie, also ich rufe bitte um 17 Uhr nochmal an. Jetzt habe ich leider einen anderen Termin. Entschuldigung, ja? Alles klar. Um 17 Uhr wieder an. Also ich bin Dimitri, super. Ja, merke dir Dimitri. Okay. Bis dann, Süße, bis dann. Bis dann. Ciao, danke dir. Gerne. Ist das zu glauben? Ich habe dir gerade gesagt, ich habe sie verarscht eine halbe Stunde lang. Sie ist live im Radio. Was hat sie? Ich rufe dich nachher wieder an. Diese Dummheit, die fällt doch vom Baum, die Alte. Das ist unglaublich.